Bei der Erneuerung des Bildungssystems in Kanada wurden die einzelnen Schulen von Anfang an mit einbezogen. Eltern gestalten ihre Schulen mit. Sie fühlen sich hier fast wie zu Hause. Auch die Lehrer bereiten sich auf den Übergang der Schulen von Anstalten der Belehrung zu Häusern des Lernens vor. Lehrer, die bei sich selbst mit der Schulveränderung anfangen und dabei wieder zu Lernenden werden, das ist das Geheimnis der Reform in der Provinz Ontario. The group is called Towards Learning Cooperative, so we think once that kind of culture is in place, that you get kind of a winning situation for kids. In Kanada gehen alle Schüler 12 Jahre lang gemeinsam zur Schule. Erst zur Primary School und dann zur Secondary School. Die allermeisten gehen dann auch auf die High School. Über 60% der jungen Leute studieren. Warum sind skandinavische Schulen so gut? Weil man für Kinder in Kitas und Schulen eine einladende Atmosphäre geschaffen hat. Jeder gehört dazu, jeder wird gebraucht, keiner ist überflüssig und alle haben Talente. Die besten Architekten bauen Treibhäuser der Zukunft, denn in der Bildung sieht man eine Investition, die sich auszahlt, nicht etwa Kosten, an denen man spart. Die Botschaft an die Kinder und Jugendlichen heißt, ihr seid willkommen. Ihr seid schon ganz gut, aber es steckt noch viel mehr in euch. Gemeinsam machen wir was aus euren Talenten. In dieser finnischen Vorschule arbeiten 2 studierte Lehrerinnen und eine Assistentin. Tärkeä arvioinnissa on semmoinen positiivinen lähtökohta. Jokainen osaa jo jotain ja treenataan vielä vähän enemmän. Ja lapsen kannustaminen ja lapsen itsetunnon, hyvän itsetunnon tukeminen sitä kautta. Es folgen eine 6-jährige Grundschule und eine 3-jährige Sekundarschule für alle Kinder. Die meisten gehen in der 10. Klasse aufs Gymnasium und 70% studieren. Schweden. Die Futurumschule in Bollsta bei Stockholm. Aus der großen Schule wurden viele kleine gemacht, in der alle Kinder vom 1. bis 10. Jahrgang gemeinsam lernen. Every day sit down a half an hour and write in what we have to do. I write on Monday morning what I'm gonna have on Tuesday and afternoon. And write what I have to do in every subject. So I'm almost sure that you can't find the same schedule like I have this week. Diese Schule bietet eine Heimat. Bis zum 10. Jahrgang gehen alle Schweden zur Gemeinschaftsschule. Jeder darf verschieden sein, ohne sich verstellen zu müssen. Das bekommt im Lernen. Die gute Atmosphäre und der Abbau von Angst steigern die Leistung. Das ist eine neue Welt. Also das ist sehr schwierig zu erklären. Es ist sehr friedlich hier, es ist sehr ruhig. Man funktioniert gut, man versteht sich untereinander. Außerdem sind die meisten Schüler sehr fleißig. Sie wollen wirklich in die Gesellschaft kommen und versuchen auch viel Arbeit zu leisten, um das zu schaffen. In der Schweiz gehen alle Kinder zur 6-jährigen Primarschule. Nun kommen noch je nach Kanton Grund- oder Basisstufen hinzu. 4-Jährige kommen in diese neue Mischung aus Spielen und Lernen. Ein Vorteil, weil manche Kinder schneller, andere langsamer starten. Jeder lernt anders. Spielen und Lernen werden nicht mehr so hart getrennt. Im Kanton Thurgau zum Beispiel lernen auch in der Sekundarschule alle Jugendlichen von der 7. bis zur 9. Klasse gemeinsam. In der Sekundarschule in Bürglen, einer ganz normalen staatlichen Schule, wurden Wände eingerissen. Aus ehemals 3 Klassen eines Jahrgangs wurde eine Lernlandschaft gebildet. Das Lehrerzusammenarbeiten ist eine neue und wirklich nachhaltige Erfahrung für Schüler. Die Klasse wird zum Lernbüro. Das in der Gesellschaft übliche Zivilisationsniveau, das Büro, wird nun die Basis und sie wird kultiviert. Der Kern von all dem sind auch hier Selbstständigkeit und Zusammenarbeit. Also ich gehe immer davon aus, dass die Schüler in die Schule kommen und arbeiten wollen. Und das wollen sie eigentlich auch. Und wenn man das zulässt und dann ihnen einfach den Weg gibt, dann kommt es selten zum Chaos. Wenn Lehrer in Ruhe gelassen werden wollen, schalten sie die Ampel einfach auf Rot. Grüne Lehrer sind ansprechbar. Und wenn sie auf Orange umschalten, müssen sich die Schüler entscheiden. Ist auch ein Lehrer anwesend, aber jetzt kommt er gleich. Der ist auf Orange. Man sollte ihn nur in äußersten Notfällen was fragen, denn er ist beschäftigt. Die Schule in Bürglen hat den gleichen Status wie jede andere im Kanton Thurgau. Von solchen Pionierschulen lernen andere. Das Haus des Lernens in Herrisau. Das Herz der Schule ist das Lernatelier. Schüler arbeiten hier selbstverantwortlich. Das bringt Eleganz, Eigensinn und Schönheit. Die können enorm viel, wenn man ihnen viel zutraut. Gehört für uns zum Beispiel auch dazu, dass sie einen Schlüssel bekommen. Die bekommen in der ersten Woche einen Schlüssel und können von morgens 6 bis abends 10 hier hinein. Und ich habe in den 13 Jahren, wo ich das jetzt mache, wurde ich einmal enttäuscht. Das war schlicht perfekt. Viele Arten zu lernen und zu lehren haben hier ihren Platz. Diese Schulen erlauben sich selbst zu lernen und ihre Zukunft zu erfinden.